Nach mehr als 4 Stunden Verhandlung frohgemut auf dem Weg zur Presse. Grundstückswerte, Gebäudealter und Mietkosten werden nun herangezogen, um die neue Grundsteuer zu ermitteln. Ein Kompromiss zu den Forderungen vor allem aus Bayern, nur Grundstücksgröße und Wohnfläche ohne weitere Wertermittlung als Maßstab zu nehmen. Steuern sind ja nie eine einfache Sache und deshalb ist es immer wichtig, dass Gerechtigkeitsaspekte eine Rolle spielen, genauso wie es wichtig ist, dass man das einfach handhaben kann. Auch die rheinland-pfälzische Finanzministerin mit dem Ergebnis zufrieden. Eine heimliche Steuererhöhung, wie von der Opposition in Mainz befürchtet, sei es nicht. Vielmehr stimmte sie in den Scholz'schen Gerechtigkeitschor mit ein. Für mich ist wichtig, dass es eine Reform ist, die auch als gerecht empfunden wird. Und das heißt, dass die Leistungsfähigkeit auch ein Stück weit eine Rolle spielen muss. Vereinfacht ausgedrückt, eine teurere Immobilie muss eben auch ein Stück weit stärker herangezogen werden als eine weniger teure Immobilie. Der CDU-Opposition ist bei der nun anstehenden Detailarbeit eines wichtig. Die ohnehin schon hohen Mieten in den großen Städten dürften nicht noch weiter steigen. Wir fordern in diesem transparenten Verfahren auch dazu auf, die Werte so zu gestalten, dass es nicht zu einer heimlichen Steuererhöhung kommt, die die Grundstückswerte, die Grundstückspreise in den Ballungsräumen und damit die Mieten in den Ballungsräumen, das Wohnen in den Ballungsräumen noch teurer macht, als es ohnehin schon ist. In Berlin jedenfalls gab es freudiges Händeschütteln auch mit dem einen Kopf größeren CDU-Finanzminister aus Hessen. Noch aber ist ganz im Sinne des sozialistischen Wandgemäldes vor dem Bundesfinanzministerium Schwerstarbeit zu vollbringen, bevor aus dem heute grob skizzierten Plan ein handfestes Grundsteuergesetz geschmiedet werden kann.